Herzlich willkommen im Herzenberg, Orakel. Hier ist Jiros Witter und ich begrüße euch zu einer neuen Legung, zu einer neuen Botschaft für dich. Heute mal ohne Frage. Ja, eine Tagesenergie. Was gibt's Neues? Was ist für dich wichtig vielleicht? Ich habe hier das ätherische Visionen-Tarot von Matt Hughes und die Kartendecks, die ich verwende, findest du unter dem Titel oder auf den Titel, wenn du klickst, dann geht die Infobox auf und da findest du alle Informationen zu Kartendecks und ja, sonstige Hinweise. Jetzt schauen wir mal, welche Energie steht dir denn gerade zur Verfügung? Da haben wir zwei. Die sechs der Kelche und die vier der Stäbe. Ja, die sechs der Kelche, die meisten wissen es, das ist so, da kommt jemand aus der Vergangenheit zurück, vielleicht eine alte Liebe. Die sechs der Kelche, die spricht von Vertrautheit. Vielleicht kennst du jemanden, der da auf dich zukommt oder es ist jemand gerade in deinem Umfeld, der dir sehr vertraut ist, den du schon lange kennst. Und mit den vier der Stäben, da ist so eine Lebensfreude da, so eine Offenheit, man freut sich, man genießt das Zusammensein. Das ist harmonisch. Also da sitzen auch zwei Kinder, die sitzen vor ihren Kelchen, befüllen die mit Blüten, sind da ganz bei sich und ja, in ihrem Moment, also sind da voll dabei, ganz beseelt irgendwie. Und die vier der Stäbe, das ist ja auch so die Karte von einer Hochzeit. Also es muss keine Hochzeit sein, aber da ist so eine Feier, also das ist die Feierlichkeit, also auch eine Kirche. Also ja, wir haben hier Trauben, wir haben hier Früchte. Ja, das ist einfach eine schöne Zeit, eine Zeit des Genießens, des Feierns. Ja, und irgendwie. Vielleicht bist du auch mit der Vergangenheit gerade so im Einklang mit dir, in Harmonie. Und ja, oder es ist jemand in deinem Feld oder in deiner Situation, den du schon lange kennst. Am Unterdeck haben wir das Gericht. Und das Gericht ist ja so die Karte der Erlösung, der Befreiung. Da entscheidet man sich, da wird etwas, ja, da befreit man sich vielleicht. Vielleicht ist etwas. Ja, etwas, was du lange vermisst hast, taucht plötzlich wieder auf und darüber freust du dich. Also, ich schaue mal, was die Lenormand-Karten uns sagen zur Klärung. Ich habe das Epic Light Lenormand von Kathleen Bergmann hier. Und da möchte ich mal wissen, worum geht es denn hier bei diesem Sechs der Kelchen mit den vier Stäben? Okay, da habe ich schon fünf Karten. Der Berg hat sich als einziger umgedreht. Das heißt für mich schon, da war eine Blockade. Vielleicht gab es da einen Cut, ein Blockieren, ja, so eine Mauer. Man hat keinen Kontakt mehr gehabt und es sind sogar sechs Karten. Dann habe ich hier den Storch. Da verändert sich etwas. Es wird leichter. Und dann habe ich hier die Masken, die Lilien, das Kind, rutschen hier und den Mond. Und dass sich der Berg jetzt wirklich als erstes, als einziger gezeigt hat, ist es für mich wirklich der Beginn, der Anfang oder das, was vielleicht war. Dass hier jemand aus der Vergangenheit zurückkommt oder etwas aus der Vergangenheit wird gelöst. Da ist man wieder in Harmonie, da freut man sich wieder über etwas, da kommt wieder Kontakt vielleicht oder etwas, was einen belastet hat, vielleicht schon lange belastet hat, das wird wieder leichter. Es geht hier um Masken, vielleicht auch ja, etwas, was halt verborgen war. Taucht jetzt wieder auf und verändert vielleicht. Mit den Lilien geht es ja auch grundsätzlich um Wachstum, Anziehungskraft, aber auch Familie. Und mit dem Kind, da ist ein Neubeginn angezeigt, in kleinen Schritten vielleicht, in Richtung, ja,
Sehnsüchte, Träume, also vielleicht ist man so auf dem Weg in die Wunscherfüllung, also macht sich darüber Gedanken, vielleicht wie das alles weitergehen soll. Mit dem Kind ist alles noch am Anfang, ein Neubeginn. Es beginnt mit kleinen Schritten und vielleicht, ja, es beginnt leichter zu werden, aber man kann auch sein, dass man nicht alles preisgibt, dass man noch vorsichtig ist, dass man sich der Anziehungskraft, wenn man jetzt auf die Liebe schaut, durchaus bewusst ist, aber da eben noch nicht alles offenbart, sondern lieber erstmal langsam in kleinen Schritten da vorwärts geht. Und ja, da geht es um Sehnsüchte, Wünsche, Emotionen, Intuition. Aber mit sechs der Kelche und vier der Stäben ist da wirklich eine schöne Zeit angesagt. Also das ist eine Tagesenergie, wann immer sie dich erreicht jetzt. Mit dem Gericht, das anscheinend, du bist da gelöst, du bist befreit, du bist froh darüber, dass diese Blockade, das Hindernis beseitigt ist oder ja, dass es bröckelt, dass da langsam wieder etwas ins Fließen kommt, vorwärts geht. Also ja, es kann hier auch natürlich um Kinder gehen oder um wirklich eine Hochzeit. Ja, da ist vielleicht, ja, da wird es leichter, da vielleicht mit den Masken, endlich fallen die Masken, aber ich habe also eher das Gefühl, dass da irgendetwas ja, mit Blockaden, mit Kontaktsperren vielleicht blockieren, Ghosting oder sowas gewesen ist, dass da so langsam wieder Schritt für Schritt nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen, sondern eher vorsichtig durch die Masken hier und das Kind geht es wieder in Richtung Leichtigkeit, in Richtung Veränderung. Also es darf sich verändern. Da liegt auf jeden Fall eine, wie sagt man, mir fällt das Wort jetzt nicht ein, eine Intention dahingehend drin, dass jemand oder du eine Situation zwischen zwei Menschen im zwischenmenschlichen Bereich, hier sind ja auch zwei, wieder bereinigen möchte, leichter haben möchte, dass man sich wieder begegnen kann, miteinander also besprechen kann, sich wieder in die Augen schauen kann, noch nicht ganz offenen Auges, aber ja, Schritt für Schritt. Und mit dem Mond ist da schon eine tiefe Sehnsucht nach dieser alten Liebe, nach diesen vertrauten Menschen. Ja, ich glaube schon, dass es hier um Zwischenmenschliches geht. Und ich habe hier keine Arbeitskarte. Also, und da die meisten auf die Liebe schauen, ja, deute ich es mal so. Wenn du damit in einem anderen Bereich was anfangen kannst, dann drehst du bitte um. Wenn es für dich passt, dann soll es so sein. Ja, und da kommt irgendwas Befreiendes. Du bist erleichtert. Etwas Schweres löst sich. Also da fällt mir richtig ein Stein vom Herzen irgendwie. Da wird in der Brust etwas leichter. So, man atmet mal durch und denkt mal, oh, Gott sei Dank. So kommt mir das rüber. Ja, am Unterdeck haben wir den Sarg. Also vielleicht ja, hast du lang gewartet und ja, was schließt man mit etwas Altem auch ab? Da geht es um Transformation. Hat sich lang nichts bewegt vielleicht. Aber auch da, ja, da endet etwas Altes und etwas Neues darf beginnen. Und man weiß vielleicht auch noch nicht, wo es hinführt oder ob das so wird, wie man sich's gerne wünscht. Aber der Anfang ist gemacht, also oder wird gemacht, je nachdem, ob du schon mittendrin bist oder ob das noch auf dich zukommt. Ja, das war's zum Thema Tagesbotschaft. Ich mische dir noch eine Karte der Eulen raus. Finde ich ja immer so süß. Dann schauen wir mal, was die Eulen dir noch sagen. Die Eulen-Glückseligkeitskarten von Martina Trimpin. Auch die in der Infobox.
Und schauen wir mal, welche Botschaft bekommst denn du genau jetzt als Ratschlag von den süßen Ullen? Da dreht sich schon eine um und die heißt hier: Festhalten heißt verlieren, loslassen heißt behalten. Wenn du wirklich bereit bist zu fühlen, es kommt oder es kommt nicht, dann kommt es. Das heißt für mich, wenn du offen bist, also wenn du nicht krampfhaft um etwas festhältst, wenn du auch krampfhaft etwas nicht haben willst, also ja, also keine Energie, keinen Fokus drauf verschwendest, sondern es einfach fließen lässt, bereit bist, alles annimmst, was in deinem Leben passiert, ja, dann kommt es, so oder so. Es kommt oder es kommt nicht. Dann kommt es. Ja, wenn du was damit anfangen kannst, wenn es dir gefallen hat, gib mir gerne ein Like. Einen lieben Kommentar freue ich mich auch. Natürlich freue ich mich auch über Abos und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Schönen Abend noch. Ciao, ciao.